Hi, ich bin der Jan und heute stelle ich euch Won vor. Nicht Yvonne, sondern Won. Ein Spiel von Chris Berm aus der GIF Project Serie. Ein Spiel für zwei Spieler ab 13 Jahren, geht 30 bis 60 Minuten. Und die GIF Serie ist eine Serie, die aus 7 Spielen besteht. Das hier ist das Spiel Nummer 4, seht ihr hier. Und diese Spieleserie besteht eigentlich immer aus abstrakten Zweispielerspielen, genau wie das hier eins ist. Die sehen sich auch sehr ähnlich zum Teil vom Spielmaterial her und vom Spielbrett. Und ja, ob's was taugt, erfahrt ihr im Fazit und wie sich's genau spielt, jetzt in der Spielübersicht. Bis gleich. So, willkommen zur Spielübersicht von Dwon. So sieht das Spiel vor dem Start aus. Der weiße Spieler bekommt immer 2 Dwon-Steine. Der schwarze Spieler bekommt 1 Dwon-Stein. Diese Dwon-Steine, das sind die roten hier. Und wir beginnen damit, dass der Weiße zuerst den ersten Stein legt, irgendwo, wo er möchte, aufs Feld. Es muss einfach immer auf so einem Knotenpunkt sein. Das sind immer die Setzbedingungen. Die Steine setzt man immer auf diese Knotenpunkte, wo sich die Linien kreuzen. Dann ist der schwarze Spieler dran, macht vielleicht einen hier hin. Der Weiße nochmal, macht einen dahin. Und dann geht es weiter, dann setzt jeder Spieler seine ganzen Steine auch wieder Reihe um. Immer einer setzt einen Stein, dann der andere, bis alle Steine gesetzt sind. So sieht das Spiel aus, wenn es bereit ist, gespielt zu werden. Ziel des Spiels ist es, den höchsten Stapel an Steinen zu haben oder mehrere Stapel an Steinen zu haben. Und am Schluss werden die einfach aufeinander gestellt und dann wird geschaut, welcher Spieler den höchsten hat. Und der mit dem höchsten hat gewonnen. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt, wie bekommt man einen hohen Stapel zusammen? Man fängt ganz einfach an. Jetzt sagen wir, der weiße Spieler fängt an, springt hier auf schwarz. Jetzt hat man hier schon mal einen Stapel mit 2 Steinen. Schwarz ist dran. Der sagt, das schnappe ich mir und springt einfach oben drauf. Und jetzt ist der Stapel von dem schwarzen Spieler kontrolliert und zählt zu seinen Punkten. Es spielt keine Rolle, wie viele weiße oder schwarze Steine in einem Stapel drin sind. Wichtig ist immer nur der oberste Stein. Der gibt an, zu welchem Spieler dieser Stapel gehört. Das ist schon fast das ganze Spiel. Jetzt noch ein paar Details. Das Wichtige ist, dass der Stapel oder die Steine immer mit einem Dwon-Stein verbunden sind. Das sind die roten Steine hier. Und der Stapel ist indirekt verbunden, nämlich über diese Steinbrücke. Wäre er nicht verbunden, wäre hier einer weg, dann wäre er immer noch mit dem verbunden. Wenn jetzt hier auch einer weg ist, dann steht er komplett alleine und wird sofort aus dem Spiel entfernt. Also jeder Stapel, jeder Stein, der nicht in irgendeiner Art mit dem Dwon-Stein verbunden ist, wird sofort aus dem Spiel entfernt. Und ja, am Anfang ist es noch ein bisschen so, da kann man relativ schnell jetzt wieder drauf hüpfen. Ich kann zum Beispiel mit dem Weißen jetzt wieder hier drauf gehen. Der Schwarze könnte jetzt hier wieder drauf gehen oder sagen, ich fange einen neuen Stapel an und hüpfe von hier auf den Dwon-Stein. Das kann man nämlich auch. Und dann kann man nämlich mit diesem Dwon-Stein dann später rumhüpfen und je nachdem andere Steine aus dem Spiel rauswerfen, wenn man die Verbindung dazu trennt. Es gibt noch ein, zwei Sachen zu beachten. Man darf mit dem Stein immer nur so weit springen, bis man auf dem nächsten Stein landet. Man darf beliebig viele leere Felder überspringen, man darf aber nie auf dem leeren Feld landen. Man muss immer auf dem Feld landen, wo ein Stein ist. Man darf einen Stein nicht bewegen, wenn er von allen 6 Seiten, wie jetzt zum Beispiel dieser hier, der ist von allen 6 Seiten mit anderen Steinen umgeben, dann darf man den hier nicht bewegen, sondern muss warten, bis da irgendwann was freigespielt wird. Zum Beispiel, wenn jetzt der schwarze Spieler hier drauf geht, dann ist dieser Stein wieder frei und ich kann mit dem irgendwo drauf hüpfen und einen neuen Stapel bilden, wenn ich das möchte. Wie gesagt, am Spielende wird geschaut, wer hat den höchsten Stapel und der Spieler mit dem höchsten Stapel hat gewonnen. Das ist eigentlich schon alles. Es ist sehr, sehr, sehr simpel. Ob es auch Spaß macht und ob es auch doch noch taktisch ist, das erfahrt jetzt gleich im Fazit. Bis gleich. So, willkommen zurück zum Fazit von Dwon. Zum Spielmaterial ist wie bei allen GIF-Serie-Spielen eigentlich recht gut. Das Spielbrett ist ordentlich dick, ist okay. Es wälzt sich am Anfang immer ein bisschen, aber wenn dann alle Steine drauf sind, dann ist es richtig schön flach. Die Steine selber sind wieder aus diesem hervorragenden Spielmaterial. Ich bezeichne es immer aus einer Mischung zwischen Glas und Plastik. Es fühlt sich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hochwertig an. Spiel selber macht mir sehr viel Spaß.
Ich finde es wirklich super, vor allem weil es extrem simpel ist. Man hat es wieder in einer Minute erklärt, die ganzen Regeln. Und dann kann es auch gleich losgehen und man lernt während dem Spiel sehr viel dazu. Und die zweite Partie ist dann schon mal viel taktischer als die erste Partie. Ich spiele es halt gerne mit Spielern, die jetzt nicht 20 Jahre lang überlegen, bevor sie ihren nächsten Zug machen, was man durchaus kann. Also man kann schon recht ein paar Züge im Voraus theoretisch planen. Natürlich, wenn der Gegner dann was anderes macht, dann ist die ganze Planung wieder dahin. Aber man könnte das. Also wenn man das mit Spielern spielt, die gerne ein bisschen überlegen, aber nicht allzu lange, dann gibt es hier einen richtigen schönen Spielfluss. Und eine Partie geht dann auch wirklich um die 30 Minuten oder vielleicht sogar noch kürzer. Und da macht es auch wirklich ordentlich Spaß. Auch nach mehreren Partien ist es wirklich immer etwas, was toll ist, zum mal schnell auch auf den Tisch zu bringen, bevor die restliche Spielgruppe da ist oder vielleicht noch als Abschluss eines Spielabends oder als Anfang eines Spielabends. Es ist so ein Spiel auch für zwischendrin. Man kann es auch wirklich gut in die Ferien mitnehmen, weil, also übrigens bei allen GIF-Seriespielen, man kann das Spielbrett nehmen und diesen Beutel mit den Chips. Und fertig, den Rest braucht man nicht. Und hier ist das ganze Spielmaterial drin. Also das ist bei allen GIF-Serie-Spielen so. Ist wirklich auch kompakt zum mal auf Reisen mitnehmen. Und es ist da auch schnell gespielt. Ich gebe dem Spiel gerne 4 von 5 Punkten. Weil ich finde es nach Jinsch, was ich das absolut beste Spiel dieser Serie finde bis jetzt. Ich habe 4 Teile gespielt von 7, aber bis jetzt finde ich Jinsch das absolut Beste und nach Jinsch kommt gleich das da. Die anderen Spiele, die ich noch rezensiert habe, sind Punkt und Link. Könnt ihr mal auschecken auf Spielama, ob die schon online sind, weil ich mache diese ganzen Videos gerade alle ein bisschen gleichzeitig. Also es kann sein, dass die noch nicht online sind. Falls nicht, einfach 1-2 Wochen warten, dann sind sie sicher bald oben. Und genau, das war es eigentlich, alles was ich dazu zu sagen habe. Ein tolles Spiel, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Einfach, simpel, schnell auf den Tisch gebracht, schnell auch wieder vom Tisch, weil es nicht so lange geht, also bei unseren Partien auf jeden Fall. Und auf jeden Fall mal zum Ausprobieren, es sei denn, ihr findet abstrakte Zweispielerspiele sowieso super toll, dann könnt ihr hier fast bedenkenlos zugreifen. Und ja, habt ein gutes Spiel. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst uns ein Like da, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Channel und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr helfen, wären wir sehr dankbar. Und wir sehen uns bei der nächsten Spielrezension. Bis dann. Tschüss zusammen.